Willkommen in Kanada, den flächenmäßig zweitgrößten Land der Welt nach Russland. Um euch das mal zu verdeutlichen, ein paar Zahlen. Also Kanada hat 10 Millionen Quadratkilometer insgesamt, aber nur eine Einwohnerzahl von ungefähr 35 Millionen. Als Vergleich, Deutschland hat ungefähr 80 Millionen Einwohner, aber nur eine Fläche von ungefähr 357.000 Quadratkilometern. Da ist es für viele natürlich auch ein Traum, mal diese endlose Weite Kanadas zu sehen, zu erleben, hier zu reisen, womöglich auch ein bisschen länger hier zu leben und zu arbeiten. Und genau das war auch unser Traum, den wir uns jetzt gerade verwirklichen. Mit einem Work-and-Travel-Visum ist es möglich, hier bis zu einem Jahr zu bleiben und zu leben, zu reisen und dieses interessante, riesige Land zu erkunden. Und als Europäer hat man natürlich hier nicht so einen Kulturschock wie zum Beispiel in Asien, aber trotzdem, wenn man hier ankommt, muss man sich erstmal orientieren und schauen, wie der Hase läuft. Gerade wenn man nicht nur mal kurz Urlaub macht, sondern länger bleiben möchte, so wie wir. Wir haben daher mal versucht, alle Informationen, Beobachtungen und Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit hier in Kanada gemacht haben, zusammenzutragen. Wir haben die letzten 3 Monate Szenen aufgenommen zu den Themen Bankkontoeröffnung, Internet, Unterkunftssuche und Nationalparks, Transportmittel, ja. Führerschein, Visa und Einreise und so weiter und so fort. Dabei herausgekommen ist ein über 45 Minuten Labervideo und das wollten wir euch nicht zumuten, obwohl ja viele von euch unsere langen Videos mögen, aber das war dann wirklich zu viel des Guten. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, eine kleine Serie daraus zu machen und das häppchenweise euch sozusagen zu präsentieren. Wir werden jetzt sozusagen einmal die Woche oder so einen Teil davon veröffentlichen, zusätzlich zu unseren anderen Videos. Das heißt, wundert euch nicht, das geht jetzt chronologisch wahrscheinlich so ein bisschen durcheinander dann, weil wir die Szenen schon vor etwas längerer Zeit teilweise auch aufgenommen haben. Heute starten wir jedenfalls unsere Serie und es geht los mit Teil 1 und den Themen allgemeine Reiseinformationen zu Kanada und allgemeine Informationen über Kanada generell. Und wir haben noch eine besondere Überraschung für euch am Ende. Wir verlosen nämlich eine Kleinigkeit für euch. Also dranbleiben! Fangen wir einfach an mit ein paar allgemeinen Informationen über Kanada, die vielleicht ganz wissenswert sind, bevor man in dieses riesige Land reist. Angefangen mit der Nationalflagge, die seit 1965, glaube ich, aktuell ist, mit dem berühmt-berüchtigten Maple Leaf. Diese Flagge sieht man hier in Kanada überall. Die Kanadier lieben ihre Flagge auf jeden Fall und die sieht man hier tatsächlich bei fast jedem Haus. Und das hier ist eine Karte von Kanada, wie gesagt, das zweitgrößte Land der Welt. Und Kanada besteht aus insgesamt 10 Provinzen und 3 Territorien. Die Provinzen sind Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec und Saskatchewan. Und die 3 Territorien sind Northwest Territories, Nunavut und Yukon. Die Hauptstadt Kanadas ist Ottawa, es liegt hier in der Provinz Ontario und ebenfalls die größte Stadt Kanadas, Toronto, liegt auch hier in Ontario. Ja, es herrschen 2 Sprachen hier in Kanada vor. Also es gibt 2 Amtssprachen. Die erste ist Englisch, die ungefähr von 60% der Kanadier gesprochen wird. Und die zweite ist Französisch, die ungefähr von 20% der Bevölkerung gesprochen wird. Neben Englisch und Französisch herrschen in einigen Provinzen oder Territorien noch regionale Sprachen von den First Nations, von den Ureinwohnern, die neben den beiden Sprachen auch noch existieren, aber in der Regel in fast allen Provinzen ist alles zweisprachig in Englisch und Französisch ausgeschrieben. Eine Ausnahme gibt es Quebec. In Quebec wird ausschließlich Französisch gesprochen und auch alle Beschriftungen und Schilder und Straßennamen sind alle in Französisch. Der Nationalfeiertag in Kanada ist der Canada Day. Am 1. Juli wird hier Kanadas Geburtstag gefeiert. Dazu haben wir übrigens auch mal ein Video gemacht, verlinken wir hier. Reisestart macht man sich ja in der Regel ganz gerne bekannt mit seinem Reiseland und will sich erstmal so ein bisschen vorab informieren. Das kann man natürlich super im Internet machen, aber es gibt natürlich auch diverse Reiseführer. Wir sind da eher so die Fraktion Reiseführer. Ich liebe Bücher und so haben wir uns im Vorfeld so ein bisschen eingedeckt mit diverser Literatur. Wir haben uns als erstes mal so eine Karte geholt, erstmal für Ostkanada. Es gibt natürlich auch Karten für ganz Kanada, aber da es so riesig ist, sind die dann sehr ungenau und unübersichtlich.
übersichtlich. Und so haben wir uns erstmal für den Osten entschieden. Genauso für den kleinen ADAC-Reiseführer. Ich mag die Reiseführer vom ADAC sonst sehr gerne, weil sie halt kurz, knapp, knackig sind, gut in der Tasche passen. Aber ich habe gemerkt, hier für Kanada war es zu kurz und knackig, weil es einfach, wie gesagt, hier so riesig ist alles, dass das hier schon eine sehr, sehr abgespeckte Version war und wir tatsächlich zum Beispiel auf Nova Scotia an vielen Orten waren, die wunderschön waren, die hier drin gar nicht Platz fanden. Ansonsten ist der aber sehr gut geschrieben und die Informationen da drin halt sind auch sehr gut. Wie gesagt, hier ein bisschen sehr knapp. Deswegen haben wir uns jetzt nämlich entschieden, für den Westen einen etwas umfangreicheren Reiseführer zu holen, und zwar von Reise Know-How Kanada West. Der ist sehr dick, hat hier hinten noch so ein Verzeichnis drin und eine Karte. Und ich finde den, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Also über so allgemeine Reiseinformationen hinaus hat er halt noch viel spezielle Informationen übers Reisen mit dem eigenen Auto, über Autokauf, über Kultur, über alles eigentlich. Also da gibt es fast nichts, was da nicht drin ist. Ich habe das zwar jetzt noch nicht komplett durchgelesen, ja, aber überflogen. Und es ist einfach so schön gespickt mit Bildern und Karten und sehr, sehr übersichtlich alles gemacht. Also von dem bin ich zum Beispiel total begeistert. Der kostet 25 Euro. Finde ich sehr gut. Dann haben wir uns noch einen geholt hier in Kanada, nämlich Guide to the National Parks of Canada. Den finde ich auch total geil. Der ist von National Geographic verlegt. Der beschreibt eben alle Nationalparks hier in Kanada mit Bildern, Karten, wie man dorthin kommt, was man dort sehen kann, was einen erwartet. Finde ich auch richtig gut. Der ist jetzt hier auf Englisch. Ich glaube, den gibt es tatsächlich auch gar nicht auf Deutsch, bin mir nicht ganz sicher. Und dann haben wir uns noch ein Buch geholt, das hat uns vom Titel her angesprochen, nämlich Fettnäpfchenführer Kanada, wenn es im Land der Weite eng wird, hat mich irgendwie angesprochen. Wir haben es jetzt auch schon durch, wir haben es zusammengelesen, wir haben uns das immer gegenseitig vorgelesen. Es ist ganz witzig geschrieben. Es geht um eine Protagonistin, die halt Work and Travel hier in Kanada macht, so wie wir, und halt so ein paar Fettnäpfchen mitnimmt und so die typischen Klischees, mit den typischen Klischees hier in Kanada konfrontiert wird. Was uns so ein bisschen gestört hat an dem Buch ist, dass es sehr überzogen ist, teilweise sehr albern schon. Aber es kommen uns halt auch viele Stories, die hier drin so beschrieben werden und Sachen, die angesprochen werden, sehr bekannt vor. Und da muss man teilweise auch wirklich schmunzeln. Also es ist eigentlich ganz witzig, aber halt ja ein bisschen albern hin und wieder. Ja, das sind so die Bücher, mit denen wir uns hier so eingedeckt haben. Wenn jemand von euch da Interesse hat, werden wir mal alle Links von denen unten bei uns in die Box reinstellen. So könnt ihr das darüber bestellen oder euch Informationen holen. Ja, und falls man es nicht mehr geschafft haben sollte, einen Reiseführer zu besorgen oder auch keine Lust mehr hatte, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Hier in Halifax auf Nova Scotia ist es zumindest so, dass man hier auf der Touristeninformation und auch im Flughafen ist eine große Information, 1A kostenlos mit Supermaterial versorgt wird. Also darüber hinaus helfen zwei Homepages ganz gut bei der Reisevorbereitung. Und zwar als erstes www.auswärtiges-amt.de. Denn das Auswärtige Amt bietet ja Reiseinformationen über alle Länder der Welt. Und dort findet man auch alles Mögliche zur Einreisebestimmung und so weiter. Und die zweite Seite ist vom Government of Canada, nämlich www.canada.ca. Die ist auf Englisch und auf Französisch, und dort findet man auch noch mal alle Informationen. Dort kann man sich auch für Visa bewerben und so weiter. Also diese beiden Homepages helfen sehr gut bei der Reisevorbereitung. Jetzt kommen wir noch zum Highlight, nämlich unserer kleinen Verlosung. Wir haben eine süße Kleinigkeit für euch. Wir verlosen nämlich dieses süße kleine Puzzle für euch. Drei Stück haben wir davon. Das sind 100 Teile. Und es ist ein wunderschönes kleines Puzzle, wo man ganz Kanada drauf sieht, all seine 10 Provinzen und 3 Territorien mit süßen kleinen Comics abgebildet. Und das Einzige, was ihr tun müsst, um das zu gewinnen oder eins von den dreien zu gewinnen, ist herauszufinden, was auf dem Puzzleteil steht, was in dieser Einblendung hier jetzt gerade fehlt, was steht da drauf. Schreibt die Antwort mit einem Hashtag davor bitte in die Kommentare. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Das Ganze läuft bis zum 9. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober.
2016 natürlich. Bis dahin habt ihr Zeit teilzunehmen und eins dieser Puzzle zu gewinnen. Dann werden wir das auslosen und euch anschreiben. Genau, und wenn ihr dann antwortet, uns eure Adresse schickt, werden wir euch eins dieser drei Puzzle zuschicken und dann könnt ihr zu Hause lospuzzeln oder es weiter verschenken oder was auch immer draus machen. Ich finde das richtig süß und deswegen wollten wir das an euch weitergeben. Ja, und falls noch Fragen offen sein sollte, die wir jetzt in dem Video nicht beantwortet haben oder es sich neue Fragen ergeben haben, schreibt die doch einfach unten in die Kommentare rein. Wenn wir helfen können, machen wir das natürlich. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Also, wir sind weg!